unsere neue Bildungsbroschüre vorstellen, als neues Angebot der Klimakönner. Und die können Sie jetzt hier auch sehen. Die heißt Wald und Klima erleben, Bildungsprojekte für Kita und Grundschule. Und es ist so, dass während unserer zahlreichen Fortbildungen, die wir in den letzten Jahren veranstaltet haben, wir auch immer Gruppenarbeiten hatten und auch Referentinnen mit eingebunden haben, mit vielen spannenden Angeboten, Workshops, Ideen. Und wir haben eben aus den Fortbildungen hier in der Broschüre besonders interessante Projekte eben für Sie ja entwickelt, aus einzelnen Elementen und für Sie übersichtlich zusammengestellt. Hier können Sie gerade mal einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis werfen. Und zwar ist es so, dass jedes Waldklimaprojekt immer auf einer Doppelseite übersichtlich dargestellt ist und auch immer ein unterschiedliches Schwerpunktthema hat. Und insgesamt in dieser Broschüre sind 6 Projekte zu finden. Und wir gucken jetzt einmal ein bisschen genauer, was es damit auf sich hat. Grundsätzlich erstmal, die Projekte eignen sich für Kinder im Kita- und Grundschulalter. Und ich denke, Sie als erfahrene Pädagogen und Pädagoginnen kennen Ihre Zielgruppe am besten. Und es ist immer auch möglich, die Projekte so leicht zu adaptieren, dass sie etwas anspruchsvoller, aber vielleicht auch etwas leichter sind, eben dann entsprechend Ihrer Zielgruppe. Zum Lernort. Wo lassen sich Wald und Klima besser erleben als draußen in der Natur? Genau, es geht auf jeden Fall immer raus in den Wald. Und das ist ja auch einfach ein wunderbarer Lernort, an dem wir eben ja mit allen Sinnen auch lernen können. Nicht nur die Kinder, die Erwachsenen auch immer. Finde ich immer wieder erstaunt. Ich denke, es zieht sich durch alle Altersgruppen, dass wir mit Kopf, Herz und Hand lernen. Zu den Inhalten. Also wir geben in der Broschüre 6 Projekte an die Hand mit konkreten Spielideen, Aktivitäten, Experimenten. Und diese sollen Sie eben darin unterstützen, die oft so komplexen Themen Wald, Klimawandel, Klima auch von den Jüngsten zu vermitteln. Und das gemeinsame Entdecken und Erleben steht hier auf jeden Fall auch wieder im Vordergrund. Und wir steigen beispielsweise in die Themen Wetter, Klima, Wasserhaushalt, aber auch nachhaltige Forstwirtschaft und auch Waldgesundheit ein. Und das Ganze natürlich immer kindgerecht aufbereitet. Zu unseren Zielen. Also ein wesentliches Ziel ist auf jeden Fall die langfristige Einbettung Wald- und klimapädagogischer Inhalte im Bildungsalltag. Und vor allem möchten wir Sie als Multiplikatoren, sehr wertvolle Multiplikatoren motivieren, eben zu Wald und Klima mit Ihren Gruppen zu arbeiten, damit diese eben sensibilisiert werden und wir alle eine lebenswerte Zukunft hier auch auf unserem Planeten haben. Durch jedes Projekt begleitet die Kinder ein Maskottchen. Diese sehen Sie hier einmal auf der Doppelseite kurz vorgestellt. Und ich möchte jetzt beispielhaft mal mehr auf Hugo Holzlöffel gucken, ganz oben links zu sehen. Und die Beschreibung von Hugo werde ich jetzt einmal vorlesen, dass Sie vielleicht mal so einen Einblick bekommen, wie unsere Maskottchen so sind und wie wir das gestaltet haben. Hugo sieht eher blass aus, denn er ist aus hellem Buchenholz und fühlt sich im Schatten wohl. Sein Körper ist schlank und sein Kopf groß. Wie passend denn? Er ist ein schlaues Köpfchen. Er kennt sich hervorragend mit den Baumarten des Waldes aus und kann anhand von Jahresringen erkennen, wie alt ein Baum ist. Und er weiß ganz genau, wie ein Holzlöffel entsteht. Und ihm ist bekannt, dass es neben Kochlöffeln auch ganz viele andere Dinge gibt, die aus Holz hergestellt sind. Und obendrein ist er sehr kreativ und wie man auch sieht, liebt er schöne Kleider und auch immer wieder neue Frisuren. So, das ist so ein Beispiel für eines unserer Maskottchen. Es gibt noch weitere: Bruno Baum, Vanja Wichtel, Rita Regenwurm, Frieda Frosch und auch Finja Fichte. Und das hat den Hintergrund einfach, dass Kinder gerade im Kita- und Grundschulalter sich eben auch irgendwie mehr mit Themen identifizieren können, wenn es so ein Maskottchen gibt, die Kinder an die Hand nimmt und bei dem Projekt begleitet. Dann ist es so, dass wir den einzelnen Aktivitäten an der Broschüre auch Symbole zugeordnet haben, sodass sie eben schnell erfassen können, um was für eine Art von Aktivität es sich handelt. Und diese Symbole werden Sie dann auch in der Broschüre an verschiedenen Stellen finden.
möchte hier ein Projekt beispielhaft präsentieren. Hugo haben wir ja gerade schon kennengelernt. Und genau, hier auf der Doppelseite abgebildet das Projekt eben zu Hugo der Holzlöffel. Oben links sehen Sie, dass dort die Lernziele abgebildet sind, also was lernen die Kinder in dem Projekt. Und außerdem haben wir auch immer festgehalten, welche BNE-Kompetenzen vermittelt werden. Und dann haben wir auch immer einen Vorschlag für einen Einstieg. Das sehen Sie auch dann oben links in dem gelben Kasten. Gibt es dann eben auch einen Vorschlag, wie man das Projekt einsteigen könnte. Die beschriebenen Aktivitäten auf der jeweiligen Doppelseite dienen als Impulse und lassen sich auf einem variablen Zeitraum verteilen. Das heißt, Sie könnten das vielleicht in einer Woche machen, wenn Sie dann jetzt vielleicht eine Projektwoche machen möchten, oder das Ganze aber auch über ja, mehrere Wochen verteilen, je nachdem, wie so Ihr zeitlicher Rahmen ist und Ihre Kapazitäten. Ich würde immer empfehlen, das gesamte Projekt durchzuführen. Aber es ist natürlich auch möglich, wenn Sie nicht so viel Zeit haben, dass Sie sich auch eigene, nur einige Aktivitäten herausgreifen. Wichtig ist, so oder so, egal wie Sie es machen, ob jetzt ja, das gesamte Projekt oder nur einzelne Aktivitäten, dass Sie immer eine Art von Einstieg in das Thema finden und dann am Ende den Kindern eben auch die Möglichkeit geben, das Gelernte zu reflektieren, damit es ja auch einen guten Gesamtrahmen hat. Und zwischendurch würde man dann eben die einzelnen Aktivitäten, Experimente, Spiele durchführen. Und was ich persönlich immer noch sehr wichtig finde, ist, dass man ja den Kindern auch immer Raum gibt zum freien Spielen. Also dass nicht immer alles so gelenkt ist von uns Pädagoginnen, sondern dass die Kinder auch wirklich die Zeit haben, in Ruhe auch den Wald zu entdecken, auf Erkundungstour zu gehen und nicht so komplett durchgetaktet sind, wie ja auch oft schon im Alltag mit Programmen. Schule, weiß nicht, nachmittags Ballettunterricht, Fußball, Klavier, was auch immer, sodass wir eben so ein bisschen auch davon wegkommen und auch den Freiraum lassen, einfach zu sein und zu entdecken. Dann sehen Sie auch hier jetzt die Symbole. Ich weise nochmal darauf hin, zum Beispiel das violette Symbol, was für kreatives Gestalten steht, oder auch das Türkise mit der Wolke, wo es darum geht, dann auch zu reflektieren, also in die Reflexionsphase gehen zu können, damit man dann eben auch nochmal schauen kann, ah, was haben die Kinder gelernt, aber wo gibt es vielleicht auch noch Fragen, habe ich meine Lernziele erreicht? Also das wären so Dinge, die man dort ganz gut feststellen könnte. Und ergänzt werden die einzelnen Aktivitäten dann auch immer noch mit Infos und Tipps, wie Sie dort auch im gelben Kasten sehen können. Und unten rechts finden Sie dann immer auch die Materialien, die Sie für das Projekt benötigen, sodass Sie alles wirklich kurz und knapp zusammengefasst auf einer Seite haben und das auch gut mitnehmen können, wenn Sie vielleicht mal unterwegs sind und dann jetzt nicht so ein dickes Buch haben, sondern es ist wirklich so gedacht, hier Impulse zu geben, kurz und knapp, die Sie dazu anregen, ja, bestimmte Themen im Zusammenhang mit Wald und Klima mit den Kindern zu behandeln. Die Broschüre erscheint in Kürze, wird nicht mehr lang dauern und wir informieren Sie natürlich gern, wenn Sie Interesse haben. Und dazu würde ich empfehlen, dass Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Da wird es dann die entsprechende Info geben und ansonsten können Sie natürlich auch einfach regelmäßig auf unsere Webseite schauen und in den Bildungsserver Wald, denn dort wird die dann natürlich auch erscheinen. Ja, dann erstmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie jetzt direkt noch Fragen haben, gerne, dann beantworte ich die. Gibt es Fragen? Sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Programmpunkt. Herzlichen Dank, Anne, für ja, diesen exklusiven Einblick in die bald erscheinende Klimakinderbroschüre. Ich persönlich finde daran so toll, dass wir dadurch die Ideen unserer ja, bisherigen Teilnehmenden auch, ja, auch wieder in die Breite tragen können und dort
ja, dieses klassische Schwarmintelligenz nutzen können und die Ideen von Ihnen persönlich eben aus der Praxis weiter in die Praxis tragen zu können. Ich hatte eben ja auch schon die Ergebnisse des Wunschcafés aus letztem Jahr kurz präsentiert. Ein entscheidender Punkt, der bei allen landesweiten Netzwerktreffen Thema wurde, war eben das fehlende Geld. Und auch wir sind mit unseren Projekten eben auf ja, Förderprogramme und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen, haben dadurch auch ja einen gewissen Erfahrungsschatz, was da für Möglichkeiten bestehen, was man alles beachten muss. Und vor allem sehen wir in Zusammenarbeit mit Ihnen, mit anderen Bildungseinrichtungen, ja auch schon Positivbeispiele wie Kitas, Grundschulen oder auch andere Einrichtungen eben durch kreative Ideen oder auch vorhandene Strukturen, Förderprogramme auf Landesebene an zusätzliche Gelder kommen. Und das haben wir als Inspiration genommen, um das eben möglichst in die Breite zu tragen und unseren Markt der Möglichkeiten so entsprechend zu erweitern. Dieses Online-Angebot besteht, wie gesagt, über unsere Treffen hinaus auf unserer Projekt-Homepage und soll nicht nur kostenlose Angebote, buchbare Bildungsprogramme in Ihrer Region, kostenlose Materialien oder auch Netzwerke vorstellen, an denen Sie partizipieren können, sondern jetzt in der ja, aktualisierten Version auch diese Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen. Das wollen wir auch auf alle Bundesländer erweitern. Für die jetzige Runde haben wir das auf die Netzwerktreffen, die in dieser Woche stattfinden, erstmal beschränkt. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal, wenn ich von der Regie meine PowerPoint kriege, super, vielen Dank, eben Sie kurz in dieses Thema einleiten, um dann Sie in die wohlverdiente Mittagspause zu schicken, wo Sie sich diese Angebote auch detailliert nochmal anschauen können, auf Bundesebene, aber auch auf Thüringen bezogen. Zuerst einmal kommt es natürlich darauf an, was habe ich für eine Idee, was möchte ich umsetzen. Am schönsten ist es, wenn solche Ideen natürlich von den Kindern und Jugendlichen kommen oder in Zusammenarbeit mit diesen auch erarbeitet werden. Das hat natürlich auch wieder einen direkten BNE-Bezug und sorgt auch für eine stärkere Identifizierung mit dem Vorhaben und ja auch die Einbindung der jungen kreativen Köpfe. Wir haben jetzt hier mal beispielsweise ein paar Maßnahmen, die zusätzliche Mittel verlangen, aufgelistet. Wir können unsere Außengelände der Einrichtungen naturnah gestalten oder auch anderweitig erweitern, dass wir das in unserer Bildungsarbeit integrieren können, dass sich die Kinder dort eben wohler fühlen als auf einem blanken Betonboden oder auch ja, einem recht unkreativen Spielplatz. Wir können aber auch außerhalb unserer, also sowohl auch auf unserem Außengelände, beispielsweise durch eine Baumpflanzung oder das Anlegen von insektenfreundlichen Wiesen, mit solchen Naturschutzaktionen aber auch nach draußen gehen, wo wir natürlich noch den Vorteil haben, dass wir ja die Öffentlichkeit auch noch stärker mit einbeziehen können durch Informationsschilder, durch eine Veranstaltung, die wir ja mit allen zusammen dann auch umsetzen. Sowas kann auch im besten Fall in Kooperation mit einem vor Ort ansässigen Naturschutzverband passieren. Da hat man auch gleich die Expertise und notwendiges Material. Wir können aber auch schauen, dass wir für uns in der Einrichtung zusätzliches Material anschaffen für den MINT-Unterricht oder eben auch in der Kita, wenn es um im besten Falle holzbasierte Spielzeuge geht, als Beispiel. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Ausflüge zu machen, auch nicht nur Tagesausflüge, sondern Klassenfahrten zu ja, außerschulischen Einrichtungen oder unseren Waldjugendheimen. Und genauso auch das Beispiel, wir haben mit dem Forstamt kooperiert und möchten dort ein Waldgrundstück selbst mit den Kindern bewirtschaften oder sogar dort einen Lernort kreieren, wo wir den Unterricht, das Lernen, das Erleben unserer Themen halt auch eben nach draußen bringen. Und auch dafür braucht es oft natürlich auch zusätzliches Geld. Jetzt, wenn ich meine Idee habe, schaue ich, welche Möglichkeiten habe ich, diese Ideen zusätzlich finanzieren zu können. Stärkster Partner für die Bildungseinrichtungen ist dort meist der Förderverein, weil eben in vielen Programmen und Angeboten Einzelpersonen ausgenommen sind, aber Vereine, und dazu zählen eben auch die Fördervereine, der Einrichtung dann förderfähig sind.
In unserer Auflistung finden sich in erster Linie Stiftungen, die Förderungen anbieten. Wir haben Umweltlotterien und auch Förderprogramme auf Landesebene, die zu unseren Themen passen. Es gibt natürlich abseits unserer Themen auch viele, viele andere Stiftungen, die, wenn es zum Beispiel um Kunst und Kultur geht oder das soziale Miteinander. Überall können wir natürlich auch Brücken schlagen zum Thema Nachhaltigkeit. Also auch da zur Anregung, ich habe das jetzt hier konkret auf unsere Themen sozusagen eingeengt, aber wenn Sie einmal verstanden haben, wo gibt es das Geld, kann man natürlich auch durch Eigenrecherche noch weiter andere Ideen umsetzen und passende Angebote finden. Nicht außer Acht lassen wollte ich eben auch Crowdfunding-Plattformen. Das ist, also es unterscheidet sich nochmal von den klassischen Förderprogrammen. Dort geht es darum, der Öffentlichkeit die Idee vorzustellen und ja über Spendengelder dann an die Gesamtsumme, die gebraucht wird, ranzukommen. Und es ist so, dass die Gelder erst dann ausgezahlt werden, wenn auch das Ziel, also die Summe, die man erzielt hat, auch erreicht wurde. Und erst dann wird das Geld ausgezahlt. Wenn das Geld also nicht reicht, bekommen diejenigen, die die Idee gut fanden, es aber natürlich auch schade finden, ihr Geld ausgegeben zu haben und die Idee würde nicht umgesetzt, dann auch wieder zurückbekommen. Aber dazu gibt es detaillierte Informationen auf jeden Fall auch nochmal in unserer Auflistung, die Sie in der Mittagspause in Ruhe anschauen können. Was die meisten Angebote parallel haben, sind die Dinge, auf die ich erstmal grundlegend achten muss, wenn ich meine Idee habe und wenn ich weiß, hier gibt es ein passendes Angebot, was diese Idee unterstützt, die dahinter steht und was zu den Zielen zu diesem Angebot passt. Wir haben die Internetauftritte der vorgestellten Angebote auch immer sehr übersichtlich dargestellt. Was sind die thematischen Schwerpunkte? Wo setzen Sie Ihre Ziele? Wenn Sie das Geld herausgeben, was möchten Sie denn konkret fördern und welche Zielgruppen sollen dadurch erreicht werden? Das Ganze ist erstens auf den Internetauftritten immer recht übersichtlich dargestellt und detailliert in den Vergabeprinzipien beziehungsweise in der Förderrichtlinie, die dann auch immer direkt verlinkt ist, dann noch mal ja, detaillierter und konkreter aufgelistet. Und genauso sind auch oft die Satzungen dann hilfreich. Das geht dann aber immer mehr ins Detail. Vorteil ist auf jeden Fall, dass die allermeisten eben auch einen Beratungsservice haben. Wenn Sie also denken, hier passt meine Idee hin, hier wird sie gerne unterstützt, ich komme jetzt aber nicht weiter, dann nehmen Sie gerne dort Kontakt auf und Sie werden da auf jeden Fall unterstützend an die Hand genommen. Die meisten Angebote haben auch eine maximale Fördersumme, an der Sie sich orientieren können, genauso wie Fristen zur Abgabe Ihrer Anträge. Viele Angebote haben dann eben regelmäßige Fristen zum Anfang und zum Ende des Jahres oder zu Beginn des Schuljahres so und so. Das ist aber auch dort auf jeden Fall immer dann angegeben. Wenn Sie sich dann sicher sein können, hier passt es hin und die Vorgaben, die Kriterien sind ausreichend für mein Vorhaben, dann ist in den allermeisten Fällen das Vorgehen so, dass Sie Ihre Idee in Form einer Projektskizze oder als kurze Beschreibung eben einmal vorstellen. Was haben Sie vor? Welches Geld brauchen Sie dafür? Und wie soll das Geld dafür eingesetzt werden? Also grob gesagt in einem Finanzierungsplan. Wenn Sie sich jetzt als Verein dort melden, dann wird auch oft eben der Nachweis der Gemeinnützigkeit Ihres Vereins verlangt oder auch die Zeichnungsberechtigung. Und ja, das sind so die gängigsten Unterlagen, die Sie da vorlegen müssen. Diese Anträge sind aber oft auch als Online-Formular angelegt, wo Sie ja also keine zusätzliche Arbeit haben und da auch wirklich erstmal im ersten Schritt die Idee kurz vorstellen und nicht Sorge haben müssen, jetzt mache ich mir hier super viel Arbeit und am Ende klappt das gar nicht. Auch da nochmal der Hinweis, gerne auch den persönlichen Kontakt suchen, um da ein bisschen vorzufühlen, wie sehen denn meine Chancen aus mit meiner Idee. Genau, also wo finden Sie weiterführende Hilfestellungen? Wo kann ich die Beratung zu dem Angebot finden? Die notwendigen Dokumente wie die Förderrichtlinie sind immer dort direkt auf der Seite verlinkt. Es gibt auch konkrete Kontaktdaten, an die Sie sich wenden können. Und manche Angebote, vor allem auch Crowdfunding-Plattformen, bieten ja ein Coaching an,
wo sie sich selbst darin ja qualifizieren können, wie mache ich meine Idee knackig und gerade für die Öffentlichkeit greifbar und motiviere die Öffentlichkeit dazu, diese Idee zu unterstützen. Also auch das können Sie in Anspruch nehmen. Grundlegend auf jeden Fall auch auf den Bildungsserver Wald bezogen und auf unseren Markt der Möglichkeiten hier nochmal die Einladung zur Ergänzung. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie auch solche Angebote schon in Anspruch genommen haben, selber vielleicht auch anbieten, die Sie dort aber noch vermissen, damit eben alle davon profitieren können. Und hier noch ein kurzes Beispiel von einem Förderprogramm, einer Förderidee von dem Kindergarten Villa Kunterbunt. Die haben sich ja vorgenommen, das Außengelände naturnah zu gestalten und zu so einer Geländeumgestaltung zählt auch im Vorhinein die Planung. Das sind oft LandschaftsarchitektInnen, die da auch mitwirken oder auch andere Beratungsdienste. Wie kann ich mein Gelände eben spielfreundlich, naturnah und ja, vielfältig gestalten? Und auch die Planung kostet natürlich erstmal Geld. Und das wurde in dem Fall eben finanziert durch das Förderprogramm der Stiftung Naturschutz Thüringen. Naturschutz beginnt vor der Haustür. Dieses Programm richtet sich vor allem an private Personen und ja, genauso aber auch an Initiativen und wie in diesem Beispiel auch an Bildungseinrichtungen, wo man den konkreten Naturschutz, also hier bei der naturnahen Freiraumgestaltung, bietet man natürlich auch Kleinbiotope und ja beispielsweise auch durch Insektenwiesen Futter an und kleine Lebensräume. Und das dient natürlich unmittelbar vor der eigenen Haustür dem Naturschutz und hat in diesem Fall natürlich auch den großen Vorteil, dass die Kinder aktiv mit einbezogen werden und auch selbst davon profitieren auf einem vielfältigeren auf einer vielfältigeren Freifläche eben aktiv sein können und natürlich auch dort die Natur beobachten. Also wenn eine Insektenwiese aktiv genutzt wird oder auch ein Teich einen gesunden Zustand hat, dann ist es natürlich super spannend, den auch über das ganze Jahr zu beobachten und zu sehen, wie verändert sich dieser Lebensraum, welche Tiere profitieren davon. Und Sie haben am Ende auch die Möglichkeit, das in die eigene Bildungsarbeit und kombiniert mit den Bildungsplänen dann auch aufzugreifen. In diesem Fall war die Zuwendung als Zuschuss, also nicht die Gesamtsumme, knapp 5.000 € hoch. Und wenn Sie sich näher zu dem ja zu diesem Beispiel und vor allem zur Stiftung Naturschutz Thüringen informieren möchten, dann finden Sie das auch in unserem Online-Angebot und auf deren eigenen Webseiten.